Link! Wow, nicht überstürzen. Was war das denn, Zelda? Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Link. Die Zeremonie geht weiter, auf zur Statue der Göttin. Ah, ich finde die Skyward Sword Zelda richtig süß irgendwie. Also von der Persönlichkeit her und so. Link, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel tanzend im Wind, für dich. Du hast den Paraschal erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten herabspringst. So, und jetzt ratet mal, was das Segel in Breath of the Wild inspiriert hat. Wo wir es schon davon hatten, wie viel Inspiration aus diesem Spiel in Breath of the Wild geflossen ist. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Das ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Link. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war's also. Du weißt, was du jetzt tun musst, oder etwa nicht? Ich hab Angst. Tut mir leid, aber ich glaube, jetzt bist du gefragt. Von hier aus springst du runter. Ah, was? Du siehst das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin. Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung B drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschall erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Runter mit dir! So, und jetzt müssen wir mit der Wiimote zielen und in der letzten Sekunde B drücken, um zu landen. Das hast du toll gemacht, Link. Sag mal, Link, jetzt wo du schon gewonnen hast. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wär's mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Nee. Link, hör mal, Link. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast.
und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Weißt du was, Link? Du und ich, wir... Hey, was? Tornado! Was ist das? Link! Ja, ich glaube, den Tag heute wird Zelda nicht mehr vergessen. Link. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Link. Endlich bist du aufgewacht. Als ein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davongetragen. Link, was ist mit Zelda geschehen? Ihr wart zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Ein schwarzer Wirbelwind. Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Du darfst dich noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Link. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Vom Erdland hatte sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Oh, entschuldige, ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun, aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Wie dem auch sei, die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir wohl nichts finden. Hör mir gut zu, Link. Mach dir keine Sorgen, Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. So, und wir hören wieder diese Stimme, die wir gerade eben schon gehört haben. Wir müssten uns hier wieder 5 Rubine mitnehmen können. Wundervoll. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Rhythmus die hier respawnen. Gelegentlich kann man hier halt 5 Rubine abstauben. Was prinzipiell schon ziemlich gut ist. Wer oder was bist du? Ich geh lieber. Ich habe Angst vor Geistern. Tschüss. Was? Das, was ich noch zeigen wollte? Ja, die Toilette wollte ich noch zeigen. Denn das hier ist das erste Zelda-Spiel, in dem Link aufs Klo kann. Das ist so geil und er spült danach einfach. Ich weiß gar nicht, es gab schon in anderen Zelda-Spielen Toiletten. Das weiß ich auf jeden Fall. Was hast du denn zu sagen? Weiß ich überhaupt nicht.
Hier ist geschlossen. Nachts kommen hier sonst gefährliche Ungeheuer rein. Wenn du nachts nach draußen willst, nimm die Tür im ersten Stock. Ich sehe dir doch an, dass du dich auf die Suche nach Zelda machen willst. Aber hier im Wolkenhort geht nachts eigentlich niemand vor die Tür. So, dann folgen wir mal dieser Gestalt. Wohin auch immer die uns führen will. Und die Tür im ersten Stock ist nicht verschlossen, weil Monster prinzipiell immer nur im Erdgeschoss angreifen. Oder wie muss ich das verstehen? So, das... Weil da und da unten die Tore verschlossen sind. Das ergibt natürlich ein bisschen mehr Sinn. Hier ist ja tatsächlich nachts alles verschlossen. Die scheinen ganz schön hohen Wert auf Sicherheit zu legen. Und dann haben wir wieder eine süße Miezekatze wie Mia. Oder etwa nicht. Böse Katze. Ja, nachts werden die Katzen ein bisschen aggressiv, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann muss man ihr halt ein paar verpassen. Sonst werden die einfach konsequent weiter angreifen. Okay. Du bist aus dem Weg geräumt. Huch. Du bist aus dem Weg geräumt. Hier kommen wir mit einem gut gezielten Sprung rüber. Ah! Okay. Da hätte ich... Ah ne, da habe ich überhaupt keinen Schaden genommen, gerade eben. Gut. Gut. Und diese Gestalt führt uns wieder zur Statue der Göttin. Ja, wie sollen wir da jetzt reinkommen? Wie sollen wir dir folgen? Und plötzlich ist da eine Tür. Suddenly Tür. Freunde, aber durch die Tür würde ich sagen, gehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.